Willkommen zum Tagessegen. Im Matthäusevangelium heißt es im 11. Kapitel: Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Der Vater im Himmel hat Jesus alles übergeben. Alles. Das heißt, der ganze Himmel, die ganze Weisheit, die ganze Ewigkeit ist diesem Sohn auf Erden anvertraut worden, damit die Erde auf ewig mit dem Himmel verbunden ist, mit der Ewigkeit und mit der Vollendung. Wir Christen sagen, dass wir an den Tod und die Auferstehung Jesu glauben. Vielleicht formuliere ich das mal so: Wir glauben daran, dass Gott seine ganze Lebendigkeit und seine Fülle in die Angst und Enge unserer Welt hineingegossen hat, sein ganzes Leben bis in den Tod, und dass es deswegen in dieser Welt eine unverbrüchliche Tendenz gibt zur Vollendung. Dieses "Der mein Vater hat mir alles anvertraut" heißt umgekehrt: Und ich, Jesus, vertraue von mir aus dem Vater alles zurück an. Und das ist eigentlich meine Gebetsbewegung und meine Lebensbewegung. Ich möchte mich Gott zurück anvertrauen. Jesus hinterher. Es segne Sie der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.